Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pillars of Eternity. Ich bin unter Trutzbucht, noch unter den Katakomben vom Goldweg im Tempel von Vuedica, wo sich der Kult des bleiernen Schlüssels aufhält. Wir haben uns hier eingeschlichen, wir haben so getan, als wären wir ein Akolyt. Und wir haben erfahren, dass hinter dieser Tür eine Versammlung wartet mit der Chefin, die hier herrscht. Und da muss ich wohl alleine reingehen und vorher auch meine Maske aufsetzen. Und ich werde wahrscheinlich geprüft und muss ein paar Fragen beantworten, die ich mir hier gerade nochmal durchgelesen habe. Also ich hätte jetzt eigentlich keinen Grund, das nicht zu schaffen. Aber ich bin ja immer für eine Überraschung gut. Also, hinein. Von der anderen Seite der Tür kannst du Gemurmel, Gesänge und so weiter hören. Anscheinend ist dort irgendeine Art von Ritual im Gange. Ich werde meine Kapuze und Maske aufsetzen. Du ziehst dir die Kapuze und die Maske über den Kopf. Du riechst, dass der Stoff auf deinem Kopf zu brennen beginnt. Aber du klopfst darauf und kannst die Flammen in Schach halten. Das ist sehr gut. Dann werde ich alleine in die Kammer reingehen. Ich finde es auch gut, dass das Feuergott-ähnliche einen extra Dialogpunkt bekommen. Ich hoffe, ich fliege deswegen nicht auf, wegen meinem brennenden Kopf. Ich hätte vielleicht vorher noch so ein metallenes Netz oder so. Nee, eigentlich bringt das nichts. Die Hitze muss ja weg, also ich hätte wahrscheinlich ein Loch in der Mitte machen sollen. Andererseits ist dann die Sauerstoffzufuhr größer. Was rede ich überhaupt so lange über meinen Kopf? Wir gehen alleine in die Kammer. Ich sollte mich nicht mit so Kleinigkeiten verzetteln lassen. Wenn es schief geht, dann geht's schief. Dann merke ich das schon. Das habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber mehrere verschleierte Figuren stehen in einer Reihe vor einer vermummten Frau. Die Gestalt an der Spitze der Formation nähert sich ihr und die Frau legt ihre ausgestreckte Hand auf die Stirn des Fremden. Okay. Also das ist dann wohl die Frau, um die es geht, die verschleierte Frau. Und die legt jemandem die ausgestreckte Hand auf die Stirn. Vielleicht ihm hier. Bin mir nicht sicher. Sie stehen in stiller Verbundenheit, während du zuschaust. Einige Augenblicke später macht der Fremde einen Schritt zur Seite und nimmt wieder seinen Platz im Kreis um die Statue ein. Ach so, also die Frau hat gerade den Fremden getestet. Und jeder, der reinkommt, wird von ihr getestet. Das heißt, sie wird mich jetzt gleich auch begrapschen. Da kann ich mich schon mal drauf freuen. Die Frau wendet sich zu dir um. Sie scheint sich über deine schlecht passende Kapuze zu wundern. Du bist spät, Diener. Ihr Gesicht ist zwar verborgen, doch du spürst ihren Zorn in ihrer gefährlich tiefen Stimme und in dem plötzlichen Schweigen der übrigen in der Kammer. Ja, sorry, meine letzte Kapuze ist verbrannt. Das ist meine Ersatzkapuze, die habe ich ganz notdürftig zusammengenäht. I've been waiting on your reports. Quickly now, state your name and purpose. Okay, es geht los. Die Frau winkt dich mit dem Finger näher heran. Sie legt dir die offene Hand auf die Stirn und du fühlst die Hitze ihrer Handfläche durch das dicke Material deiner Kapuze. Ihre Stimme ist so leise und sanft, dass du nicht sicher bist, ob sie laut oder nur in deinem Kopf spricht. Nenne mir deinen Namen und dein Ansinnen. Ich könnte undeutlich murmeln. Nein, mein Name gehört den Göttern und meine Hand dient ihnen. What company do you seek? Ah, das ist so angenehm. Ich war davon ausgegangen, dass ich eventuell verschiedene Optionen auswählen könnte, die ähnlich klingen. Aber das Spiel ist hier sehr fair. Und, ist das ein Angebot? Hey, die ist noch vermummt. Du weißt nicht, wie sie aussieht. Also, da sollte man vorsichtig sein mit sowas. Aber es ist schön, dass nur die richtige Antwort und eine offensichtlich falsche da ist. Das gefällt mir schon sehr. Also, ich suche nach der Gesellschaft der Schatten, auf dass unsere Anstrengungen geheim bleiben. Tell me of your labors. Zu sehen, dass das Werken von Freunden und Wilden nicht die Knochen stört, welche die Götter vergraben haben. How do we know your purpose? Das ist einfach. Ich habe zuerst gefragt. Ihr sollt es erfahren durch das Geständnis meiner Zunge, die Taten meiner Hand und den Eid auf meiner Seele. And how is your oath guarded? Er ist durch den bleiernen Schlüssel versiegelt. Welcome, attendant. Tell me of your exploits. Yes! Wir haben sie überrumpelt. Sehr gut. Die scheint dann doch nicht meine Gedanken lesen zu können, sondern nur diesen kleinen Trick da zu können.
Ihre Stimme erreicht dich als ein Flüstern, das sich zuerst in ein Ohr und dann in das andere Ohr schlängelt. In deinem Kopf erkennst du ein Gebäude, herrlich mit Flechtwerk und Fliesen an einer makellosen Prachtstraße gelegen. Die Wohlhabenden und Gelehrten gehen ein und aus und tauschen Wissen und Münze aus. Does he wait still? Oh. Doch es beherbergt auch Elend und Wahnsinn. Irgendwo in seinem verfaulten Kern sitzt ein Mann mit verfilztem Haar, doch mit wachsamen Augen. Er beobachtet und wartet. Ein Gefangener aus freiem Willen. Die Frage der Akaditin hallt in deinem Kopf. Wartet er noch immer? Wen meinst du, ein Gebäude herrlich mit Flechtwerk und Fliesen, in einer makellosen Prachtstraße gelegen? Wohlhabende und Gelehrten gehen ein und aus. Das könnte das Sanatorium sein? Das wäre der einzige Ort, wo sich Gelehrte und Wohlhabende treffen. Ja, ich denke schon. Mir fiel noch im Kupferweg ein, die Halle der unentdeckten Geheimnisse, aber ich denke nicht, dass es in der Prachtstraße liegt. Und die haben auch eher nur Gelehrte da gehabt. Und das Sanatorium beherbergt auch Elend und Wahnsinn. Wer war da ein Gefangener aus freiem Willen? Die Statue im Eingangsbereich war da? Ich habe im Keller nicht wirklich viel gefunden, aber ich glaube, da gab es eine verschlossene Tür, die ich nicht aufmachen konnte. Wartet er noch immer? Sie scheint ja nicht entdecken zu können, dass ich lüge. Ich habe sie ja schon mehrmals belogen. Also ich könnte wahrscheinlich einfach ja, nein oder so Sachen sagen. Ich habe nur Angst vor der Option, ich weiß nicht, weil vielleicht wäre das etwas sehr Offensichtliches, was mit meinem Auftrag zu tun gehabt hätte. Also ich sag ja, er wartet noch immer. Did they arrive? Okay. Die Vision der Akolytin führt dich aus Trutzbucht hinaus zu einer Stadt in der Wildnis mit einer Wassermühle. Oh, Dierfurt, genau. Da waren wir nämlich schon mal. Zufällig und Doofheit bin ich da schon mal hingerannt. Auf einem Schild an einem der Wege steht Dierfurt. Mehrere Gestalten drängen sich zusammen, eingewickelt in Umhängen und Kapuzen. In deinem Kopf zeichnet sich plötzlich das Bild von Ruinen ab. Zwei skelettartige Abbilder flankieren einen Spalt in einer Gebirgswand. Das ist ungewiss, ob die schon angekommen sind. Ich denke, das ist die beste Option. Your information shall be relayed. Now for your next task. Welche Information? Die Ruinen verblassen in deinem Kopf und an ihrer Stelle taucht der Schatten einer Wohngegend auf. Zerfallene Wohngebäude pflastern die Umgebung eines Friedhofs und eines alten Turms. Wilde Gestalten schleichen durch die Straßen und in dem Turm beugt sich ein Mann über einen seltsamen Mechanismus. Du kannst ihn nicht deutlich erkennen, er hat jedoch etwas Unnatürliches an sich. Okay, zerfallene Wohngebäude, Umgebung eines Friedhofs, wilde Gestalten in den Straßen. Das klingt nach Uhrturm, nach dem Stadtteil voller Zombies. Was mir gut gefällt, wenn die Frau mich jetzt auch dahin schickt. Da habe ich ja nämlich schon eine Aufgabe der Schmelztiegelritter, mich da umzuschauen. Und das wäre cool, wenn wir da zwei Vögel mit einem Stein abwerfen können, oder wie auch immer man das nennt. Stop him. And above all, don't let him meet her. Oh, er soll sie nicht treffen. Die Akolytin zeigte dir eine Tür im Erdgeschoss des Turms, eine scheinbar undurchdringliche Felsplatte aus Stein und Kupfer. Doch dann zeigt sie dir den unsichtbaren Spalt zwischen zwei perfekt aufeinander passenden Hälften und du verstehst, wie die Kupfervenen einen Befehl umsetzen. Der Befehl entspringt deinem Geist mit überraschender Vertrautheit. Du weißt, wie die Tür zu öffnen ist. Cool, also wir wären wahrscheinlich gar nicht in den Turm reingekommen, ohne das hier vorher gemacht zu haben. Gut, dann weiß ich ja, was ich tun soll. Ihre Hand liegt leicht auf deinem Kopf. Hast du Fragen, Diener? Zeig mir den Gefangenen. Wer auch immer, das ist der freiwillig Gefangene. In deinem Kopf erkennst du ein Gebäude her. Ach so, das kennen wir schon. Okay.
Wer bist du? Ist eine dumme Frage. Das werde ich ihr nicht stellen. Das habe ich dem einen Initianten hier oben gestellt und habe den einen Initianten hier oben gefragt und der war schon ganz entsetzt, dass ich so etwas fragen würde in dieser geheimen Gesellschaft. Das heißt, ich werde es nicht der Chefin offenbaren, dass ich so Fragen stelle. Also ich denke, ich werde jetzt einfach abhauen. Ich konnte mich hier reinschmuggeln. Ich bin nicht entdeckt worden. Ich sollte wahrscheinlich die Leute so lange am Leben lassen, bis ich mir sicher bin, dass ich nichts mehr von ihnen lernen kann und ihren Plänen. So. Der Akolyt des bleiernen Schlüssels hat mir die Vision eines Agenten an einem Ort des Elends und Wahnsinns gezeigt. Ich muss diesen Agenten finden und seinen oder ihren Plan ergründen. Vielleicht erhalte ich so Hinweise, wie ich den Mann finden kann, nach dem ich suche. So, ich gehe davon aus. Oh, interessant. Jemand wartet, also, warte mal. Ein Gefangener aus freiem Willen. Wenn ich diese Person finden will, muss ich diese Gegend finden. Vielleicht wissen die Wächter, wo das ist. Okay, also ich denke immer mehr, das ist Uhrturm und nicht im Sanatorium. Gab's noch ein Update? Nee. Endloses Erbe ist finde den Turm. Also ich habe jetzt zwei verschiedene Optionen. Okay. Und hier geht's auch patrouillierende Justizare, soll ich fragen. Gut, gut, gut. Oh, nie weit von der Königin entfernt. Das wurde auch geupdatet. Wo ist es? Ach, die ist vorbei. Okay, die ist vorbei. Sehr schön. Haha, Alastor hat ein kleines Abenteuer durchgeführt. Sehr schön. Okay, die Beute wartet in der Schatztruhe deiner Herrenhalle auf dich. Sehr gut, Alastor. Ich darf hier ran? Oh yeah. Ein Wendelring des Trotzes. Nehmen wir mit. Vor dem Ding habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was das auslöst. Wahrscheinlich macht es diese Tür hier auf. Sollte ich vielleicht nicht drücken. Schauen wir aber mal. Ich kann einmal das Spiel speichern und hier drauf drücken. Oh yeah. Wo geht das hier hin? Steht nicht auf der Karte. How may I help? Ich weiß nicht, ob meine Leute hier einfach so durchmarschieren dürfen. Da habe ich ein bisschen Angst jetzt. Aber wir versuchen es mal. Kommt rein. Lasst euch nicht von den verschleierten Gestalten stören. Yes. Sehr gut, dass das funktioniert hat. Das macht mich doch schon mal glücklich. Vielleicht kommen wir jetzt im Regierungsbezirk wieder raus. Vielleicht haben wir einen geheimen Eingang gefunden oder so. Die Treppe scheint ja nach oben zu gehen. Also habe ich die berechtigte Hoffnung, dass wir vielleicht in der Stadt wieder sind. Vielleicht sind wir aber auch nur in anderen Katakomben. Mal sehen. Wir würden es ja wissen, wenn das Spiel mal laden würde. Ja, tatsächlich, hier sind wir. Sehr gut. Das passt mir mehr in den Kram, als ihr euch vorstellen könnt. Never before have I met an Adirian man so hesitant to speak his mind. I'm not hesitant, I just like to consider my words carefully. You should really hear yourself talk, amigo. Okay. Aber viel wichtiger, Durance hat ein Level gemacht, darauf habe ich ja schon lange gewartet. Ich wollte Durance ja unbedingt mehr in... Wie heißt's? Mechanik geben. Ich brauche dringend Mechanik 7, besser 8. Also los geht's, Durance. Mechanik. Oh yeah. Auf 7. Dann warten wir nochmal bis zum nächsten Level mit den Punkten, die ich hier habe. Die werde ich nicht verteilen. Ah, außer vielleicht einen in Athletik oder so. Oder zwei. Wie viel hatte ich? Ich hatte 12. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viel man pro Stufe dazu bekommt. Also das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich nehme mal an, da ich nicht die Punkte ausgegeben habe, muss ich weniger als 7 gehabt haben vorher. Also zum Beispiel 5 Punkte. Sonst hätte ich sie ja nicht aufgehoben, sondern verteilt. Wenn ich 5 Punkte gehabt habe, oder 6, sagen wir, ich hätte 6 Punkte gehabt, dann hätte ich 6 pro Stufenaufstieg dazu bekommen. Das heißt, ich muss mindestens 2 aufheben, um 8 ausgeben zu können. Also steigern wir Athletik um 1 und nochmal. Genau, dann habe ich 2 übrig und wenn ich 6 dazu bekomme,
kann ich das steigern. Wenn ich nur 5 dazu bekomme, habe ich einen Fehler gemacht. Ja, lassen wir Athletik nochmal eins tiefer. So. Okay, bekomme ich die einfach dazu? Neues Level an Zaubern, oder wie? Gut, damit ist das erledigt. Kann man ja gleich mal gucken, was, wo die genau auftauchen. Ja, die tauchen hier auf. Sehr schön. Komplett neues Level an Zaubern. Yes. Cool. Du kriegst Level 4 Zauber, bevor... Oh, wir haben die auch schon. Richtig. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Meine Güte. Reden wir mit einem Justizar. Was ist? Wo werden in Trutzbuch die Verrückten weggeschlossen? Hier gibt es nur einen Ort, wo sie aufgenommen werden. Das Sanatorium von Farnheim. Also doch. Ich habe gehört, dass sie einem dort die Seele behandeln können, sie vom Wahnsinn befreien. Von dort kommen aber ebenso viele Geschichten, die einem das Blut gefrieren lassen. Im Sanatorium gibt es einen Mann, wenn man ihn das nennen will. Efelmoer. Er ist der Oberwärter. Wenn du auf Besuch bist oder dich selbst einweisen willst, dann solltest du mit ihm reden. Gut, dann werden wir doch nochmal mit ihm reden. Haben wir ja schon gemacht. Wollen wir mal schauen, ob ich rausfinden kann, was das auf sich hat. So, die Gegend mit dem Turm, ist das zufällig Uhrturm? Dann hör besser auf zu suchen. Du meinst das Viertel Erbhügel. Okay, so heißt's. Da drüben kannst du den Turm sehen, der über die Mauern des Viertels ragt. Der Justizar deutet nach Nordwesten. Dort ist aber etwas vorgefallen. Jetzt lassen sie keine Leute mehr rein und keiner der Ritter möchte dort in der Nähe Dienst tun. Bleib besser da weg, wenn dir dein Leben lieb ist. Okay, da haben wir doch gleich 2 Quest-Updates bekommen. Ich denke, ich werde zuerst zum Sanatorium gehen. Und versuchen herauszufinden, was es mit diesem wartenden Mann auf sich hat. Ja, hier gibt's... Wo gibt's Uhrturm? Es gibt Urfeuer. Okay. Ich weiß nicht, wo ich Uhrturm her habe. Aber das kommt mir irgendwie bekannt vor gerade. Egal. Sorry für die Verwirrung. Ich war wohl ein bisschen verwirrt. Es war die Kapuze. Ja, durch die Kapuze war mir so warm, dass ich nicht klar denken konnte. So, meine Sicherheits... Oh! Skelette werden meine Festung in 5 Tagen angreifen. Ja, heilige Waldfee, ich glaube, ich muss zu meiner Festung zurückreisen. Das geht nämlich vor, aber zuerst gehen wir nochmal ins Haus Doeminel. Warte mal, muss ich das hier irgendwie bestätigen? Auto beenden. Manuell beenden. Ja, ich denke, ich will da dabei sein. Weil Skelette, das könnte anstrengend werden. Ich traue einfach nicht, mich da nicht hinzureisen. Aber zuerst gehen wir nochmal ins Haus Doeminel, nach oben, glaube ich. Wo ich eine Truhe hinterlassen habe, die ich nicht geknackt habe. An die kann ich mich noch erinnern und deswegen machen wir das jetzt, bevor ich es vergesse. Also Durenz, renn mal schnell ins Büro vom Mr. Chef Doeminel und knacke diese Truhe hier. Upsala. Ja, mach die Tür ruhig zu. I can do that. Sehr schön. Da haben wir doch nochmal ein paar Smaragde gefunden, einen Diamant, oh yeah, und Gold. So gehört sich das. Ich habe noch mehr von diesen Truhen zurückgelassen, yes, die ich nicht knacken konnte. Eine ist bei den Schmelztiegelrittern im Kommandoraum. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal hinkommen, das weiß ich ja, deswegen bin ich da nicht absichtlich hingegangen gerade, weil es sowieso irgendwann auf dem Weg liegen wird. An mehr erinnere ich mich im Moment nicht. Was mich ein bisschen nachdenklich lassen werden lässt, aber egal. Egal, zum Thema nachdenklich. Alof will wohl mit mir reden, sehe ich gerade. Der hatte ja einen kleinen Schwächeanfall in den Katakomben und wäre fast umgefallen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. About my episode in the catacombs. There's something I should have told you earlier. Okay. Er faltet seine Hände zusammen und massiert einen Fingerknöchel mit seinem Daumen. Ich wollte dir nichts Böses. Ich dachte, ich könnte es für mich selbst behalten, dass wir uns nach der Lösung deiner Seelenangelegenheit auch um mein Problem kümmern würden. I also have an awakened soul. But unlike yours, mine is a presence that shares my senses and my skin, making herself manifest at the most unwelcome times.
Oh, hast du sie gerade eine Frau auch genannt? Er schließt die Augen und beißt die Zähne zusammen. Seine bebenden und zuckenden Lippen legen Zeugnis über einen inneren Disput ab. Mehrere Sekunden später öffnet er wieder seine Augen, die nun Tränen und Blut unterlaufen sind. I'm sorry. I've tried to learn to control Isselmir. I've gotten stronger, but so has she. Es ist eine Frau. Krass, du bist also... Heutzutage würde man dich schizophren nennen. Das ist dir klar, oder? Erzähl mir von ihr. Ich würde das auch nicht jedem auf die Nase binden, wenn ich ehrlich wäre. Also von daher werde ich da gar nicht nachfragen. Erzähl mir einfach von ihr. Artless, uncouth, a creature of rash impulses and feeble faculties. She wags her impertinent tongue when she should listen. Das ist ja für dich besonders frustrierend dann. Du bist ja so ein hochkontrollierter Magier. Hey, this one's fit to boil. Hard to get this gaff over anything tisn't to do with books and spell speak. Oh yeah. Damit hatte ich nicht gerechnet. Er zieht eine Grimasse und fährt sich mit den Händen durch seine Haare. Ich habe keine ihrer Erinnerungen. Das wenigstens hat mir Bera verspart. Ihre derben Manieren und ihr unerträgliches Heilisch lassen aber auf eine Provinzbewohnerin schließen, die vor sehr, sehr langer Zeit gelebt hat. Meistens kommt sie ganz kurz vor einem Konflikt hervor, wenn die Lunte schon heruntergebrannt ist und die Zähne gefletscht sind. Und wenn sie auftaucht, dann hält sie nicht inne, um die Situation zu beurteilen, vielmehr handelt sie einfach. Hey, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht für dich. Hinweise oder vulgäre Ausdrücke? Er verdreht seine Augen und verschränkt die Arme vor seiner Brust. Ich musste schon Jahre mit diesem Landei leben. Von ihr gibt es aber auch gar nichts zu lernen, zumindest nichts Zivilisiertes. Er runzelt die Stirn und sieht weg. Gut, da wir jetzt keine Option mehr haben. Warum hast du nicht früher dein dunkles Geheimnis mit mir geteilt? I learned to keep her a secret a very long time ago. Those with awakened souls are shunned, mistrusted. And after your experience with Meowald, I'm certain you can see why. You need to be careful. Ich verstehe. Wird das schlimmer und zu einem Problem werden in Zukunft? Merely an annoyance. Although... Er wird leiser und faltet seine Hände hinter seinem Rücken zusammen. Seine Unruhe wird durch kaum merkliches Zucken und Krämpfe entlang seiner Arme verraten. Defiance Bay is said to have an entire institution dedicated to the study and cure of soul-related ailments. Since our journeys have already brought us to the city, perhaps we could speak with someone there. Ja, wir sind zufällig direkt vor der Tür und wir waren da auch schon mal drin, falls du dich erinnerst. Aber klar, wir werden dir helfen. Thank you. This has been a great burden. Jetzt ist aber auch Zeit, weiterzumachen. Finde einen Erweckungsexperten irgendwo in Trutzbot. Ich habe das Gefühl, wir müssten schon wissen, wer das ist. Ja, ich habe ja, glaube ich, schon mit ziemlich vielen Leuten unten geredet, also von daher... habe ich da eigentlich kein Problem mit. Ich denke, wir sind gut versorgt. Wir kennen uns schon aus. Aber zuerst rede ich mit der Steinperson im Sanatorium, nachdem ich nochmal ins Tagebuch schaue. Denn ich bin ja heute irgendwie, ich neige heute dazu, die Sachen ein bisschen zu vermischen. Und deswegen bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. So, antiker Turm, das ist Erbhügel. Erbhügel heißt das Gebiet. Und der wartende Mann ist das mit dem Oberwächter. Okay. Also, der Akolyph des bleiernen Schlüssels hat mir die Vision eines Agenten an einem Ort des Elends und Wahnsinns gezeigt. Das ist dann doch hier. Ich muss diesen Agenten finden und seinen oder ihren Plan ergründen. Vielleicht erhalte ich so Hinweise, wie ich den Mann finden kann, nachdem ich suche. Das ist die... Ja, führt das jetzt doch dazu? Ich sollte mit dem Oberwächter oder Wärter des Sanatoriums sprechen. Efelmoor, um meine Suche nach dem bleiernen Schlüssel dort abzustimmen. Was? Okay, ich rede einfach mit ihm und ich hoffe, es wird klar, was gemeint ist. Ich habe das Gefühl, ich stehe heute wirklich auf dem Schlauch. Also, Mr. Efelmoor. Good day, Stranger. Erst zu Alofs Problem. Wer weiß hier am meisten über Weckungen? Ups. Was? Sorry. Nochmal. Ich habe irgendwie doppelt geklickt.
Eine Beseelerin im unteren Stockwerk ist den ganzen weiten Weg von Revua hierher gekommen, um sie zu studieren. Geht über die Treppe hinunter und sucht nach Bella Sage. Gut. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass ein Mitglied des Bleiernen Schlüssels in eurer Mitte ist. Evelmoor stöhnt und der Stein um ihn herum bebt. Ich hätte darauf verzichten können, das zu hören. Wie oft haben sie sich in unsere Angelegenheiten eingemischt? Natürlich kann man selten sicher sein, ob sie die Finger im Spiel hatten oder ob das Unglück von allein zugeschlagen hat. Aber einige ihrer weniger fähigen Infiltratoren wurden hin und wieder enttarnt. Sie sind ein konstantes Ärgernis. Erneut muss ich bemerken, wie neidisch ich auf deine Gaben bin. Sie sind gewiss äußerst nützlich, wenn man seine Identität bestätigen möchte. Du stehst ebenfalls im Zwist mit dem bleiernen Schlüssel, nehme ich an. Ja, ich will rausfinden, was sie im Schilde führen. Sie führen immer etwas im Schilde. Dessen kannst du dir gewiss sein. Wenn du in ihren Plänen eine Rolle spielst, so hast du mein vollstes Mitgefühl. Hast du einen Hinweis, wer diese Person sein könnte? Ein Patient, der freiwillig hier ist, denke ich. Also gut, in diesem Fall würde ich dir empfehlen, dass du zunächst mit unseren Beseelern sprichst. Sie haben regelmäßig mit Patienten wie auch mit Kollegen zu tun. Du findest sie hier oben oder in ihren Büros unten. Du wirst mir alles Verdächtige sofort melden. Das ist meine einzige Bedingung. Okay. Richtig, ich suche, glaube ich, jemanden, der freiwillig hier war. Ein freiwilliger Gefangener, das klingt nach Patient. Irgendwie. Ja. Völlig in die falsche Richtung gelaufen. Gehen wir nochmal hier rein, weil du bist ein Patient, oder? Und du bist ein Beseeler. Hail Traveler. Ist hier irgendetwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges vorgefallen? Hier oben sicherlich nicht. Wir dürfen keine Besucher oder potenzielle Kunden verschrecken. Aber unten finden sich die esoterischeren Forschungen. Ich würde mit den Beseelern dort sprechen. Okay. Kommt mit, Jungs. Wir gehen nach unten. Da müssen wir sowieso hin. Oh, bist du neu? Nee. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich rausfinden kann, was ich suche. Da unten waren ja nicht allzu viele Leute. Und ob da Patienten waren, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber das werden wir gleich wissen. Das werden wir sicherlich gleich wissen. So, gehen wir erstmal hier oben hin. Vielleicht bist du ja schon die Frau, die ich suche. Richtig, Bella Sage. Dich suche ich für Alof. Ja, ich suche einen, interessant. Ach ja, richtig. Ich habe meinen Zauberstab könnte ich verkaufen an sie wahrscheinlich. Da habe ich aber kein Interesse dran. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Erweckung und ich habe gehört, du wärst da ganz okay. Tja, das bin dann wohl ich. Auch wenn der Mangel an Versuchspersonen mich eher zu einer Expertin im Zählen von Dielenbrettern gemacht hat. Ich möchte den Erfolg der Beseelung in der Stärkung vorerweckter Seelen nachbilden, um bereits erweckte Seelen zu besänftigen. Aber ich brauche Versuchspersonen und die meisten Patienten hier sind in zu schlechtem Zustand, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Es ist eine Tragödie, so weit gekommen zu sein, für nichts und wieder nichts. Ja, ich habe hier einen Freiwilligen für dich. Alof, du meldest dich jetzt freiwillig. Das ist ein Befehl. Sie springt auf, strahlend. Gellard? Oder so ähnlich? Wer ist das? Oder wer ist da? Alofs Lippen kräuseln sich skeptisch. Ich weiß nicht. Sie grinst noch breiter. Zieh dich nicht so. Es ist völlig harmlos. Du musst dich nur in den Käfig dort stellen. Oh oh. Verzeihung? Ich scherze. Ihr Edira seid so verspannt. Ich weiß nicht einmal, wofür das Ding verwendet wird. Es gehört wohl zu dem letzten Nutzer dieses Büros. Sie haben ihn hochgestuft. Er hat jetzt seine eigene Zelle. Und wieder. Ich scherze. Du bist ja ein Witzbold. Du erweckst damit nicht unbedingt Vertrauen in mir. Sie reibt die Hände zusammen und kommt zur Sache. Also, du musst dich hier hinsetzen. Sie ergreift Alof bei den Schultern und führt ihn zur Couch. Und versucht dich zu entspannen. Aber versuch es nicht zu sehr, sonst bist du nicht entspannt. Wohl wahr.
Du musst diese hier anziehen. Etwas kalt, aber das Kupfer hilft dabei, deine Essenz zu leiten. Die Beseelerin befestigt dicke Kupferbänder an Alofs Stirn und Handgelenken. Als sie sie enger zieht, zuckt sein Gesicht kurz, ansonsten zeigt er seine Irritation aber nicht. So, ich werde deine Seele nun durch mein Sichtrohr untersuchen. Sie holt aus ihrem Schreibtisch eine lange, in Kammern unterteilte Röhre. Die Seite des Geräts ist gesäumt mit Knöpfen, Skalen und kleinen Zahnrädern. Es ist mit Adra-Linsen von unterschiedlicher Dicke und Krümmung ausgestattet. Indem ich sie manipuliere, finde ich die Winkel und Dichte, die es mir erlauben, die Anomalien in deiner Seele zu verfolgen. Bin mir nicht sicher genau, wie das funktioniert, aber hey, ist quasi ihr Tricorder. Wie aufregend! Eine solche Aufführung habe ich noch nie miterlebt. Kana blickt interessiert auf das Gerät. Es scheint angemessen kompliziert zu sein. Heißt das, dass wir länger mit Isilmir sprechen dürfen? Ich mag die Frau. Belassej hebt einen Finger. Doch zunächst müssen wir diesen gerissenen Eindringling aufspüren. Du wirst einige persönliche Fragen beantworten, während ich Anpassungen vornehme. Viel Glück! Es wäre leichter, einem besoffenen Vae-Priester ehrliche Antworten zu entlocken. Sie hat sich ja gerade eben erst darüber beschwert, dass er so ein verschlossener Kerl ist. Ne? Kam also gerade noch rechtzeitig. Nun gut. Und keine Sorge, Alof, wir bleiben zu jeder peinlichen Sekunde bleiben wir hier. Wir beobachten das ganze Ding. Belassej hält das Sichtrohr an ihr Auge und betätigt einen Knopf. Fangen wir an. Erzähl mir etwas Persönliches. Etwas aus einer Zeit vor deiner Erweckung. Es gibt nichts zu erzählen. Ich war ein ganz gewöhnliches Kind im Sith-Wald. Er blickt dich an. Sein Ausdruck ist voll stummer Skepsis, unter der sich die harten Kanten der Besorgnis abzeichnen. Ja, ich gehe direkt voll drauf. Erzähl mir von deinen Eltern. Als du mit Alof sprichst, spürst du deine Stimme wie eine Glocke in deiner Brust. Sie schlägt sanft und lockt ihn in die Nebel seiner eigenen Erinnerung. Belassej scheint nichts zu bemerken, doch du spürst, wie deine Worte seine Essenz besänftigen und ihre vielen Fäden entwirren. Ah, ich helfe also quasi. Er schließt die Augen. Mutter ist fast immer fort. Bei der Feindfamilie. Aber ich weiß immer, wann sie nach Hause kommt. Vaters Flaschen sammeln sich wie Gewitterwolken am Horizont. Seine Wutausbrüche werden häufiger und gewalttätiger. Es beschämt ihn immer noch, dass ihr... Was? Es beschämt ihn immer noch, dass ihr Haemnek für einen anderen Mann uns besser ernährt als seine Arbeit als Kellner. Bin mir nicht sicher, was das Wort bedeutet. Ich gehe mal davon aus, die Mutter arbeitet für den Feind als Haushälterin. Das ist gut. Ich beginne etwas zu sehen. Fahr fort. Erzähl uns von deiner Erweckung. Ich bin in meinem 5. Ausbildungsjahr. Mutter ist zu Hause. Ich kann ein wenig durchatmen, wenn sie zu Hause ist. Für gewöhnlich ist er nur auf sie wütend. Aber er hat gehört, dass ich Schwierigkeiten damit habe, Geschosse zu wirken. Dass meine Flammenschilde instabil sind. Er ist zornig, dass ich versagt habe und Mutters Anwesenheit erinnert ihn daran, dass auch er versagt hat. Der erste Hieb überrascht mich. In einem Moment fege ich noch die Küche, im nächsten liege ich auf dem Boden und blicke dumm auf die Flecken meines Blutes auf den Fliesen. Seine Stiefel, frisch poliert, klacken über den Boden. Er tritt mir in den Bauch und ich rolle mich zusammen, um meine Organe zu schützen. Aber es ist sinnlos. Wenn ich einen Teil meines Körpers beschütze, lasse ich einen anderen ungeschützt. Ich ziehe mich so schnell wie möglich zurück, noch immer am Boden kauernd. Ich ziehe mich zurück, bis mein Blick auf die Küche und meine eigenen zitternden Knie... Was? Entschuldigung. Ich ziehe mich zurück, bis mein Blick auf die Küche und meine eigenen zitternden Knie nichts mehr ist als ein Nadelkopf vor einem Feld aus tiefem Schwarz. Du bist ohnmächtig geworden, richtig? Sein Kiefer verkrampft sich und seine Augen zucken unter seinen Lidern. Die ist sehr begeistert. Madiko! Belassej dreht hektisch an den Knöpfen an ihrem Sichtrohr. Er hat sich durch diese alten Erinnerungen fast selbst hypnotisiert. Du musst ihn aufwecken, schnell, ich habe es fast. Eine Ohrfeige geben? Nein, schlechte Idee.
Die Hand drücken ist mir ein bisschen zu intim. Ich denke, ich werde ihn an den Schultern rütteln. Alof reißt die Augen auf, aber der Ausdruck in ihnen ist nicht der seine. Jetzt hast du ihn vertrieben. Was ein welkes Gänseblümchen. Es war wohl die Frau. Belasege atmet scharf durch die Zähne ein. Das ist es. Ich sehe einen Wandel in seiner Essenz. Es verteilt sich etwas und gerinnt. Sie blickt dich über das Sichtrohr an. Sprich weiter. Er scheint auf dich zu reagieren. Ja, gute Frau, was führt dich denn hierher? Knackende Knochen und zornige Stimmen. Das warme, sirupartige Gefühl, das sich im Magen zusammenbraut, wenn ein Konflikt droht. Ah, ich glaube, ich verstehe, was hier passiert. Ist das hier in der Zelle, nebenan? Ich verstehe, was passiert. Die Tante wurde erweckt, als er der Gewalt seines Vaters ausgesetzt war. Und sie ist dann da. Sie kommt immer im Konfliktfall hoch. Immer wenn ihm was Böses droht. Sie ist also sein Weg, damit umzugehen. So ein ähnliches Konzept gibt's auch in echt. Dass Leute mit multiplen Persönlichkeiten, dass das oft darauf zurückzuführen ist, dass sie eventuell missbraucht oder misshandelt wurden als Kinder und sich so eine Persönlichkeit oder mehrere Persönlichkeiten erschaffen, die damit umgehen. So dass es sie im normalen Leben weniger betrifft. So dass man wenigstens überlebt. Okay. Finde ich ja so ganz gut, dass das hier so ähnlich zu sein scheint. Nur halt mit dem zugefügten Mythologie der Seelen, dass dann ein altes Leben als quasi multiple Persönlichkeit kommt und diese schweren Sachen übernimmt. Yep, das ist anders. Belfetto! Hey, der ist nicht fett. Der ist ein Elf. Es flackert immer wieder eine völlig eigenständige Essenz auf. Sie kritzelt auf den Seiten neben sich hastig Notizen auf und dreht wieder an einen Knopf am Sichtrohr. Jetzt versucht sie beide zum Sprechen zu bringen. Okay, ich denke, Iselmir ist im Moment da. Und Iselmir ist auch die eher auf Konflikt geht. Deswegen werde ich wahrscheinlich sagen, Iselmir, sag Alof, warum du erweckt wurdest. Alof wird nicht fragen. Iselmir ist der Konflikt. Die Konfliktpersönlichkeit. Pah, er hat mich doch gebraucht. Hat sich in seinem Knochensack versteckt wie eine Schildkröte im Panzer. Alofs Gesicht verkrampft sich vor Zorn. Ich habe dir nie etwas überlassen. Gut, ja, sehr gut. Sie lässt nur kurz von ihrem Gekritzel ab, um das Sichtrohr erneut anzupassen. Ich sehe jetzt zwei eigenständige Essenzmuster. Wenn er abebbt, schwillt das andere an. Es ist fast, als würde die erweckte Seele den Platz füllen, den er leer lässt. Sie bedeutet dir, mit einer Geste weiterzumachen, die Feder immer noch in der Hand. Fahre fort. Also Alof hat gesagt, dass er nie etwas abgegeben hat. Also was nimmst du ihm weg, Iselmir? Nicht mehr, als ich gebe. Frag doch mal, was ich mit seinem ollen Herrn gemacht habe, wie ich ihn in drei Stücke zerhauen habe, als er uns das letzte Mal angefasst hat. Oh. Alofs Kopf zuckt zur Seite. Das war nicht deine Entscheidung. Es war nie deine Entscheidung. Gar nichts wurde erweckt. Aber jetzt hänge ich bei dir fest und verdammt will ich sein, wenn ich durch deine Feigheit alles versauen. Was? Entschuldigung. Gar nichts wurde erweckt, das ist wohl die Frau wieder. Aber jetzt hänge ich bei dir fest und verdammt will ich sein, wenn ich mir durch deine Feigheit alles versauen lasse. Ah, sehr gut. Belasege senkt das Sichtrohr und studiert ihre Notizen. Ich glaube, ich habe endlich etwas, womit ich arbeiten kann. Ich habe Iselmirs Essenz während des ganzen Austauschs beobachtet. Sie hatte einen besonders hohen Dichteindex während der hitzigsten Augenblicke des Streits und ihre Essenz schien sich am deutlichsten im unteren Teil des linken Brustkorbs der Versuchsperson zu lokalisieren. Unmittelbar bei der Milz. Was natürlich bedeutet, dass sie durch die schwarze Galle ausgelöst wird. Die charakteristische Melancholie der Versuchsperson ist zweifellos schuld. Alof blinzelt dich an und bei all seiner Verwirrung bist du nicht recht sicher, wer aus seinen Augen blickt. Das ist doch völliger Unsinn. So klingt das auch, ja? Schwarze Galle? Davon haben sie ohne Frage jede Menge verspuckt.
Eine einfachere Erklärung, als ich erwartet hätte. Sie starrt ihn wütend an. Ja, vergessen wir einfach meine jahrelange Ausbildung. Du hast eine bessere Erklärung, nehme ich an. Ich denke schon. Wir werden Alof nicht die Milz entfernen. Izelmir manifestiert sich, wenn Alof in Gefahr ist oder unter Druck steht. Belaseish kratzt sich vorsichtig am Kinn und blickt zwischen dir und Alof hin und her. Das könnte wohl sein. Sie notiert noch etwas. Ich muss das mit anderen Forschungen abgleichen. Alof entfernt die Kupfergurte. Nun, das freut mich für dich, aber was bedeutet es für mich? Belaseish blickt ihre Notizen stirnrunzelnd an, tippt sich mit einer Feder gegen die Wange und gibt sich große Mühe, konzentriert zu wirken. Du bemerkst jedoch, wie sie dich über die Seiten hinweg verstohlen ansieht. Du bist eine Expertin, ja? Okay, schauen wir mal. Izelmir versucht dir die Kontrolle zu entreißen, wenn sie glaubt, dass du mit einem Problem nicht alleine fertig wirst. Du darfst nicht zulassen, dass sie diese Entscheidungen für dich trifft. Die zweite ist, sie hat dir einen Gefallen getan. Okay, du solltest dir anhören, was sie zu sagen hat. Und die dritte ist, es scheint, als würde Izelmir einschreiten, wenn sie glaubt, du seist in Gefahr. Es ist noch nicht ganz klar, ob das eine Hilfe oder ein Hindernis ist. Izelmir hatte ihr Leben. Ich bin dafür, dass du die Kontrolle zurückgewinnst. Sonst wirst du über kurz oder lang verrückt. Ich würde sagen, du musst sie in Schach halten. Genau meine Gedanken. Ich muss von jetzt an vorsichtiger sein, was sie angeht. Ich muss über einiges nachdenken, aber danke für die Hilfe, Braket. Belaseish blickt er nicht an. Belaseish legt ihre Notizen auf ihren Schreibtisch und wendet sich wieder ihrem Sichtrohr zu. Nun, ich hoffe, das war für dich ebenso nützlich wie für mich. Ich habe endlich Material, das es wert ist, veröffentlicht zu werden. Ganz Revua wird deinen Namen kennen, Fentre Alof. Oh Gott, bitte nicht. Seine Grimasse schmilzt zu einem schiefen Grinsen. Oh ja, die rechtschaffenden Grundsätze der Beseelung voranzutreiben, das war schon immer mein größter Wunsch. Als du dich umdrehst, um zu gehen, bemerkst du aus dem Augenwinkel eine rasche Bewegung. Belaseish summt vor sich hin, noch immer mit ihrem Sichtrohr beschäftigt, aber Alof hält ihre Notizen in der Hand. Er will sie sich gerade unter den Umhang stecken, als er bemerkt, dass du ihn beobachtest. Er hält einen Finger an seine Lippen und seine Augen sind weit und flehend. Bitte, ich will nicht, dass meine Lebensgeschichte so veröffentlicht wird. Vor allem nicht nach ihrem ganzen Unsinn. Okay. Aber mach's leise und unauffällig. Er versteckt die Papiere unter seinem Umhang. Keine Sorge, wir kümmern uns schon selbst darum. Der Meinung bin ich übrigens auch, obwohl wir... Ich weiß gar nicht, ob es vorher klar war, dass das veröffentlicht werden würde. Oh, Banditen haben meine Steuern eingenommen. Schrecklich, schrecklich. Okay, ich werde jemanden auf ein durchschnittliches Abenteuer schicken. Am besten Alastor. Und dann gucken wir mal hier rein. Naja, wo ist das Baumenü? Wie lange dauert noch mein nächster Bau? Habe ich überhaupt noch einen nächsten Bau? Der endet in 2 Stunden. Ich denke, das sollte ich noch abwarten, bevor ich zurück zu meiner Festung reise. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich hier auf manuell beenden klicke, dann vergehen die 5 Tage hier in 0, gar nichts. Und in den Tagen will ich ja auf jeden Fall was bauen. Aber gut, wir haben erstmal Alof geholfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ausgestanden ist. Oder ob das noch weitergeht. Es ist auf jeden Fall erledigt erstmal. Okay, es ist auf jeden Fall erstmal erledigt. Es ist jetzt nicht so, dass es noch aktuell wäre. Ich denke, die Aufzeichnungen habe ich nicht in meinem Inventar. Da steht zumindest nichts von hier. Das heißt, die können wir nicht lesen, was ein bisschen schade ist. Aber wir werden dann nächstes Mal weitermachen und nach dem Mitglied des bleiernen Schlüssels fahnden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.